wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder einen Beauty-Talk, denn ich habe mal wieder Lust, über die Haut der Teenies zu sprechen. Es gab mal ein Video für die Haut ab 20, also eher gesagt für die Hautpflege ab 20. Und da ich auch einige Zuschauer habe, die noch keine 20 Jahre alt sind, dachte ich mir, gebe ich einfach auch nochmal ein paar Ratschläge an die etwas jüngeren Zuschauer hier unter uns, die auch vielleicht den einen oder anderen Tipp noch brauchen für ihre Hautpflege in ihrer Teenie-Zeit, so nenne ich es einfach mal. Ich wünsche euch bei diesem Video ganz, ganz, ganz viel Spaß. Generell ist die Haut in der Pubertät sehr, sehr, sehr fettig. Man leidet oft unter Pickeln, man hat Unreinheiten, man ist bestraft von einer unschönen Haut und man will doch einfach nur eine schöne, gesunde Haut haben. Aber dafür muss man natürlich auch was tun. Die ein oder anderen Mädels neigen immer oft dazu, ihr Gesicht dann voll zu kleistern mit unpassender Schminke. Das ist natürlich das total Verkehrte an dieser ganzen Sache, denn ihr kleistert euer Gesicht zu und ihr schadet eurer Haut viel, viel, viel mehr, anstatt ihr dabei zu helfen. Hier ist es zum Beispiel sehr wichtig, falls ihr dennoch nicht auf Schminke verzichten wollt, darauf zu achten, dass ihr antibakterielle Produkte benutzt. Da gibt es ja heutzutage von Manhattan und Essence auch ganz, ganz, ganz viele, die für die Teenie-Haut geeignet sind. Da ist zum Beispiel das Manhattan Powder, was ich euch super zeigen kann. Meine Katze läuft mir hier über meine Sachen drüber. Willst du mal Hallo sagen? Sag mal Hallo. Say hi. Du hast auch noch eine Teenie-Haut, ne? Du mit deinem mal gerade 5 Monaten. Was brauchst du für eine Pflege, Ellie? Deine eigene Pflege, ne? Willst du meinen Zuschauern irgendwas sagen? Nee, ne? Sag, du bist am Spielen. Und die beißt mich. Guck mal, wie frech die ist. Du bist voll frech. Komm, geh. Geh mit Gott, aber geh und sei lieb. Also, zurück zum Thema. Wie gesagt, das Manhattan Powder wirkt antibakteriell und ist super gut, kann ich euch empfehlen. Ich gebe euch wirklich nur Tipps mit, die ich auch selber, also auch Produkte mit auf den Weg, die mir selber in meiner Zeit, als ich noch ein Teenager war und so schlechte Haut hatte, sehr gut geholfen haben. Essence Cover Sticks sind zum Beispiel sehr, sehr cool, auch antibakterielle Produkte. Gibt es auch eine Menge Sachen von. Schaut euch einfach mal bei diesen Firmen Manhattan und Essence um. Da findet ihr auf jeden Fall das Richtige für euch. Was ich auch zum Beispiel euch auf den Weg geben kann, ist, wenn eure Haut sich entzündet. Oh, bitte, 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 geht nicht daran, verzweifelt nicht. Macht einfach so ein paar beruhigende Kompressen oder ein paar Masken. Es gibt, was ist die denn da schon wieder? Oh, Mann, 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 Mann. Schlawinchen. Es gibt auf jeden Fall auch passende Masken, zum Beispiel aus Heilerde, Kamille. Kamille beruhigt grundsätzlich eure Haut. Heilerde ist super, super, super gut. Heilerde benutze ich auch immer noch ab 20 aufwärts. Also das habe ich auch dort meinen Zuschauern, die über 20 sind, mit auf den Weg gegeben, dass solche Masken immer gut sind. Und wie gesagt, beruhigende Kompressen. Lasst euch, wenn ihr da keine Ahnung habt, einfach von eurer Mami mal ein paar Ratschläge geben. Die macht das mit Sicherheit mit euch, für euch. Und dann geht das eurer Haut auch wesentlich besser. Falls ihr zum Beispiel Probleme mit Akne habt, damit hatte ich Gott sei Dank keine Probleme, aber ich hatte in meinem Freundeskreis Mädels gehabt, die Akne-Probleme hatten. Und die haben zum Beispiel auch gesagt, au! Oh, das haben sie nicht gesagt. Aua! Die haben mir auf jeden Fall den Ratschlag gegeben, dass ich das einfach mal erwähne. Wenn ihr jetzt hoffentlich im Sommer das Glück habt und die Sonne scheint schön oder ihr verreist dorthin, wo die Sonne auf jeden Fall scheint, dann sind Sonnenbäder, kurze Sonnenbäder auf jeden Fall für Aknehaut auch von Vorteil, denn das lindert eure Haut und tut dieser Akne auch etwas an, damit die verschwindet. Ist vielleicht nur ein kleiner Tipp, aber auf jeden Fall ist es ein kleiner Tipp. Aber generell sollte man immer wieder darauf achten, ihr habt eine wirklich ungünstige Haut und ihr habt eine Haut, die die zu Pickeln neigt. Und falls ihr dann das ein oder andere Stündlein zu lange in der Sonne verbracht habt, ist das nicht gut. Ihr müsst daran denken, dass sich die Pickel wieder neu entfalten können und dass wieder eine Neubildung entsteht an Pickeln. Und das wollt ihr natürlich nicht. Deswegen achtet darauf, dass ihr einfach dann, wenn nicht zu lange in der Sonne liegt.
Ich denke ja schon, dass sich die Mädels hier unter uns schminken. Und da ist es egal, welche Haut ihr habt, ob Teenie-Haut oder etwas ältere Haut. Es ist immer wichtig, sich abzuschminken und sich zu reinigen. Und selbst wenn man mal nicht geschminkt ist, ist es dort auch wichtig, sich zu reinigen, also seine Haut zu reinigen. Man muss nicht denken, dass man eine gereinigte Haut hat, nur weil man sich ein bisschen Wasser durchs Gesicht schmiert oder weil man denkt, man ist gar nicht mit Make-up vollgeplatscht, dass das dann alles unnötig wäre. Ich habe hier auch einen schönen Pickel, der euch Hallo sagen wollte. Und ich bin heute auch ungeschminkt und ich sehe trotzdem zu, dass ich an solchen Tagen mein Gesicht und meine Haut reinige. Und das ist auch sehr wichtig. Und ich habe euch Sachen aufgeschrieben, die zum Beispiel sehr, sehr gut dafür sind. Aber im Großen und Ganzen müsst ihr wissen, überhaupt, was seid ihr für ein Hauttyp. Und da habe ich zum Beispiel in dem Video, das setze ich euch hier nochmal rein und definitiv auch unten in die Infobox, das Hautpflegevideo ab 20. Da habe ich trotzdem reingeschrieben, was ihr für Hauttypen seid und was welcher Hauttyp für Produkte benutzen muss. Und das gilt auch natürlich für die Teenie-Haut. Und ich habe jetzt, und das muss ich halt jetzt ablesen, weil das kann ich mir nicht so auswendig merken, ich habe was aufgeschrieben, was mir persönlich sehr, sehr, sehr geholfen hat. Und es ist auch wichtig, dass ihr ja, eure Haut ja nicht noch mit mehr überschüssigem Fett belasten wollt. Und das ist das, was ich halt auch sage. Da reicht nicht nur Wasser. Und ihr wollt natürlich halt auch, dass die Haut gereinigt ist. Und da habe ich was gefunden damals für mich, was ich sehr, sehr gut fand. Was etwas von Visibly Clear Make-up Entferner ist für Augen und Gesicht und ist ölfrei. Also Visibly Clear Make-up Entferner ist für Augen und Gesicht und ist ölfrei. So, und ich finde ölfreie Produkte generell viel sinnvoller. Und da muss ich wirklich sagen, es hat gegen meine Pickel gewirkt, es hat gegen meine verstopften Poren gewirkt. Also ich kann wirklich sagen, es war ein sehr, sehr hilfreiches Produkt, was ich auch immer wieder nochmal anwenden würde, auch wo ich jetzt älter bin. Ich hatte keine Probleme mit den Augen. Das Gute war, ich konnte es halt für Augen und fürs gesamte Gesicht benutzen. Also wirklich ein sehr, 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 sehr gutes Produkt. Dann habe ich zum Beispiel von Essence noch was herausgefunden. Früher gab es das so ein bisschen anders. Also heutzutage heißt das Essence Mattifying Cleansing Waschgel für Mischhaut. Gibt es auch mattierende Reinigungstücher. Das gab es früher auch, aber da hieß das alles noch so ein bisschen anders. Essence hat das ja immer ein bisschen mehr aufgefrischt und aufgepeppt, die Namen ein bisschen geändert. Aber Essence Mattifying Cleansing Waschgel ist für die Mischhaut und gibt es halt auch als Reinigungstücher. Schaut es euch einfach mal an, vielleicht ist es was für euch. Ich kann so viel sagen, dass die ganzen Clearasil-Produkte zum Beispiel für mich überhaupt nichts waren. Ich habe Clearasil damals gehypt, weil Clearasil war damals irgendwie das Nonplusultra in meiner Teenie Zeit. Nur ich hatte das Gefühl, dass das mir gar nichts gebracht hat. Ich hatte auch zudem nicht nur verstopfte Poren, nicht nur Pickel, ich hatte auch ganz arge Probleme mit Mitessern und das besonders hier auf dem Nasenflügelbereich. Und das sieht mega, mega, mega unschön aus und da fühle ich mich mega hässlich mit. Und da gab es so viele Produkte, die dagegen wirken sollten, aber mal ganz ehrlich, keins davon hat irgendwie was geholfen. Also Clearasil war für mich ein Riesen-Fail. Da sage ich lieber zu Visibly Clear, ja, weil das sind wirklich Produkte oder auch Garnier sind Produkte, die wirklich gegen Mitesser und Unreinheiten gegenwirken und die kann ich euch wirklich ans Herz legen. Ich kenne noch, da musste ich noch so drüber lachen und ich glaube, das gibt es heutzutage auch noch, von Essence diese SOS-Pickel-Soforthilfe-Pads oder nicht Pads, sondern so Stifte. Die gab es damals schon, die habe ich mir auch geholt, wo ich dann zum Beispiel dachte mir, wo ich morgens aufgestanden bin und dachte mir, scheiße, du hast hier einen Pickel und ah, Gott und dann habe ich mir diesen Essensstift herbeigeholt, diesen SOS Pickelstopper oder wie die immer hießen. Ich glaube heutzutage, ich habe es mir auch aufgeschrieben, die heißen Essence Pure Skin Anti-Pickel Gel. So heißen die, glaube ich, heutzutage. Und die habe ich mir auf den Pickel drauf getupft und dann hat das alles ausgetrocknet. Ist auch eine gute Variante, um schnell Soforthilfe zu leisten bei irgendwelchen kuriosen Pickeln, die vielleicht bei einem Date irgendwie heranwachsen oder am nächsten Morgen irgendwo, wenn ihr,
was anderes Aufregendes erleben wollt und euch der total stört, dann sind diese Sachen auch total gut. Gerade eben sprach ich ja das Thema Mitesser an. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber wie gesagt, ich hatte damit ganz arge Probleme. Und ab 18 habe ich zum Beispiel etwas benutzt, das war von Visibly Clear. Allerdings gibt es das nicht mehr im Drogeriebereich. Das kann man vielleicht noch über Amazon sich kaufen, aber in keinem der Drogerieläden finde ich dieses Produkt mehr. Es war nämlich das Visibly Clear SOS Reinigungskurprodukt. Fand ich sehr gut, habe ich oft in Videos gehypt und immer mal wieder benutzt und es gibt es nicht mehr. Es gibt das Produkt nicht mehr. Es gibt es nur in einer anderen Variante, aber das ist nicht dasselbe. Echt richtig, richtig schade, aber das war wirklich ein wirklich cooles Pflegeprodukt, was ich euch hätte so gerne jetzt ans Herz gelegt, aber schaut mal, es gibt eine andere Gelsorte von Visibly Clear, wo ihr da auch nochmal reinschauen könnt. Zudem habe ich zum Beispiel damals ganz arg so ab 18 sensible und trockene Haut bekommen, weil der Hormonschub sich dann geändert hat in der Pubertät. Und da habe ich zum Beispiel von BB Young Care die 3-in-1 pflegende Waschgel, das pflegende Waschgel benutzt. Es ist auch Parfüm- und Seifenfrei. Und das ist ja für sensible und trockene Haut das A und O, dass es Parfüm- und Seifenfrei ist. Und dieses Produkt von BB Young Care, das hat mir damals auch sehr gut geholfen und kann ich euch einfach auch nur ans Herz legen. Es waren ein paar kleine Tipps aus meiner Teenie-Zeit und ich hoffe, dass ich sie so ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen konnte. Es ist zwar schon eine Zeit lang her bei mir, aber ich denke mal, die Produkte an sich lassen nicht nach, sondern es gibt weitaus wahrscheinlich mehr Produkte für jeden Hauttyp. Und wie gesagt, wollt ihr wissen, welcher Hauttyp ihr seid und welche Produkte für euch am sinnvollsten geeignet sind, dann schaut euch dieses Video hier nochmal an. Da kommt ihr auf jeden Fall nochmal drauf. Und ansonsten würde ich mich auch jetzt sehr über einen Kommentar und ein Feedback von euch freuen. Sagt mir einfach, welche Produkte so euch am besten geholfen haben in eurer Teenie-Zeit oder die euch immer noch in eurer Teenie-Zeit momentan helfen. Es interessiert mich einfach mal, weil ich weiß, wie sehr ihr leidet und dass es sehr, sehr unschön ist, wenn man nicht so eine schöne, reine Haut hat wie manch anderer. Aber man kann für alles etwas finden und irgendwann ist auch diese Zeit vorbei. Und dann geht es eurer Haut auch wesentlich besser. Ansonsten findet ihr hier nochmal das Video vom letzten Mal. Da dürft ihr auch gerne nochmal vorbeischauen. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns ganz, 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 ganz bald wieder. Ich sende euch einen dicken Kuss. Macht's gut. Bye, bye.